Es ist schon wieder soweit. Eine neue Runde unseres The Walking Dead Character Clash Turniers startet mit diesem Video. Und heute in diesem Video klären wir die Frage, wer gewinnt? Jesus oder Alden? Die zwei schmeißen wir heute in einen Ring unter verschiedensten Kategorien und lassen sie gegeneinander clashen. Und am Ende wird sich ein Gewinner herausstellen. Wer das ist, ja, das gibt's in diesem Video. Aber damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, Leute, vorab will ich kurz anmerken, wundert euch nicht, wenn mein Gesicht ein bisschen rot ist. Wir hatten Sommerfest bei uns auf der Firma und es ist sonnig gewesen. Und bei mir kommt rot vor braun, deswegen bin ich jetzt im Gesicht wie ein Krebs. Ja, falls es jemandem auffallen sollte. Davon mal abgesehen, ist es in meinem Zimmer 500 Grad warm, ist super warm und bin jetzt schon am Schwitzen und ich weiß, das wird am Ende des Videos nicht viel besser sein. Deswegen starten wir direkt rein und lassen keine Zeit vergehen. Ja, Alden vs. Jesus. Gleiches Prinzip wie sonst immer. Wir haben vier feste Kategorien plus ein 1 vs. 1. Die vier festen Kategorien sind Anzahl der Folgen, Anzahl der Menschenkills, Anzahl der Walkerkills und wie lang hat der jeweilige Charakter in der Zombie-Apokalypse überlebt. Also wie viele Jahre, Monate, Tage, Stunden, Sekunden, was weiß ich. Fangen wir direkt wieder bei der Anzahl der Folgen an. Der gute Alden ist ganze 22 Episoden zu sehen, slash zu hören. Hier wurden natürlich auch wieder nur die Episoden reingezählt, wo er wirklich auch Text hat und man ihn sieht und nicht nur spricht oder nur man ihn sieht, ohne dass er spricht. Und ich war tatsächlich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er in so vielen Folgen dabei ist. Aber Jesus auf der anderen Seite, da hatte ich mehr erwartet. Denn dieser gute Jesus hat nur 24 Folgen. Also er war nur 24 Folgen dabei. Nur zwei mehr als Alden. Da war ich sehr, sehr überrascht, weil ich dachte, hey, Jesus kennen wir doch wesentlich länger. Und ich habe vergessen, dass halt Alden quasi nach hinten raus sehr viel Screentime hatte. Naja, nichtsdestotrotz geht der erste Punkt an den guten Jesus. Kommen wir nun zu der Anzahl an Walker-Kills. Und hier sage ich vorab, bei diesen Nebencharakteren, wie halt Jesus, Alden, sage ich mal, waren, ist es unheimlich schwer, wirklich genaue Zahlen herauszufinden, wie viele Walker- bzw. Menschen-Kills die hatten. Da gibt es nirgendwo vernünftige Daten, da gibt es immer so grob geschätzt. Bei manchen Charakteren musst du quasi die Folgen angucken. Es gibt da ein paar YouTube-Kanäle, die haben das so, wo man halt, wo die auf, also alle Kills reinschneiden. Die habe ich zum Teil als Quelle benutzt, aber auch zum Teil manche Seiten. Deswegen nagelt mich nicht auf den Kills fest. Wahrscheinlich haben sie sowohl mehr als auch weniger möglich. Aber das, was ich jetzt hier habe, sind so die groben Kill-Counts von beiden. Wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ein paar Folgen oder ein paar Kills mehr in verschiedenen Folgen waren, die man einfach nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Deswegen nagelt mich da nicht drauf fest. Es ist sehr kompliziert bei den Nebencharakteren, das herauszufinden, ohne wirklich effektiv jeden Folge sich anzugucken und mitzuzählen. Nichtsdestotrotz haben wir folgende Ergebnisse. Der gute Alden hat Walker-Kills ungefähr on-screen, wichtig hier on-screen, zwischen 15 und 20 Stück. Ist nicht so viel, klingt nicht so viel, würde ich sagen, könnte wahrscheinlich am Ende des Tages tatsächlich ein bisschen höher sein, aber aus, wie gesagt, Videomaterial und Google-Material rauszulesen, sind ungefähr zwischen 15 und 20 Kills. Pi mal Daumen, ungefähr. Der gute Jesus hat da ein paar mehr, und zwar zwischen 25 und 35. Es ist schon wesentlich mehr und das würde ich sagen, haut auch ungefähr hin. Also diese 30 Kills um den Dreh kommen gut hin. Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr schwer, das rauszufinden. Nichtsdestotrotz geben wir den Punkt hier an Jesus. Weil man muss sagen, alleine in seinem letzten Auftritt, in seinem letzten Kampf, kurz bevor er den Löffel abgegeben hat, hat er ja schon sehr viele coole Zombie-Kills auch hingelegt. Deswegen kann man sagen, da gibt man nochmal einen kleinen extra Punkt als Coolness. Aber wie gesagt, die Zahlen auch jetzt gleich bei den Menschen-Kills. Sehr schwierig, sehr, sehr schwierig bei diesen Nebencharakteren. Aber nichtsdestotrotz auch hier der Punkt an Jesus. Dementsprechend steht es 2:0 für den Guten. Kommen wir nun zu den Menschenkills. Und nochmal, um uns zurückzurufen, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir quasi Menschenkills als was Gutes sehen, da es in den meisten Fällen ja nur böse Menschen getroffen hat oder halt es irgendwie einen Gnadenkill war, wie zum Beispiel damals bei Dale mit Daryl, ne, wissen wir ja. Der gute Alden kommt hier circa zwischen 10 und 20 Menschenkills auf sein Konto geschrieben. Habe ich gedacht, wäre ein bisschen viel, aber wir müssen auch sehen, Alden war sehr viel in der Zeit der Whisperer unterwegs. Ergo sind da natürlich sehr viele Menschenkills irgendwie auf sein Konto gegangen. Wahrscheinlich mehr, weil man halt Whisperer und Zombies in manchen Fällen schwer unterscheiden konnte, aber zwischen 10 und 20 Kills ungefähr. Ja, und der gute Jesus hat ja nun mal eine hohe Moral, das kennen wir alle, und tötet nicht unbedingt gerne. Und dementsprechend kommt er ungefähr zwischen 5 und 10 Kills. Ist sehr, sehr wenig. Ich hätte mehr erwartet, aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Wie gesagt, Jesus ist ja eher so der empathievollere Mensch, der reden möchte, der den Kampf eher meiden wollte, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Deswegen dementsprechend nur ungefähr zwischen 5 und 10 Kills. Dementsprechend bekommt hier Alden seinen ersten Punkt. 2:1 für den guten Alden. So, kommen wir nun zum letzten festen Punkt, und zwar das Überleben in der Apokalypse. Ja, der gute Alden ist Start der Apokalypse circa, auch hier schwer herauszufinden bei manchen, das Alter von den Charakteren, aber er ist circa zwischen 18 und 19 Jahre, so zwischen 18 und 19 ungefähr
zu Beginn der Zombie-Apokalypse. Bei seinem Tod, möge er in Frieden ruhen, was eine episch traurige Folge, ist er ungefähr 30. Dementsprechend können wir sagen, er hat in der Zombie-Apokalypse circa 11 bis 12 Jahre überlebt, auf dem Buckel gehabt und hat sich da durchgekämpft. Ist tatsächlich viel, weil wenn wir überlegen, dass natürlich auch die Serie auch ungefähr zwischen 12 und 13 Jahren quasi Stand jetzt Ende ist, war der schon quasi komplett dabei. Aber da er halt ein paar Monate früher gestorben ist, als dass die Serie zu Ende war, dementsprechend nur die zwischen 11 und 12 Jahre. Der gute Jesus, ne, der Jude, ist zum Zeitpunkt des Ausbruchs ungefähr 25 Jahre alt gewesen. Hätte ich irgendwie nicht gedacht, ich hätte ihn tatsächlich schon auf älter geschätzt. Aber zum Zeitpunkt seines Todes, auch hier möge er in Frieden ruhen, was ein epische Szene, da fehlen mir quasi schon die Worte, ist der gute Jesus 35 Jahre gewesen. Und wer rechnen kann, ist hier klein im Vorteil. Dementsprechend hat der gute Jesus 10 Jahre in der Apokalypse überlebt. Ja, er ist halt nach einem großen Zeitsprung gestorben, aber auch vor vielen kleinen Zeitsprüngen in der Serie. Dementsprechend bekommt er Alden den Punkt. Und Leute, wir haben das erste Mal in der nächsten Runde quasi hier einen Gleichstand in den Anfangspunkten, nämlich 2-2 für die beiden. Ja, ist spannend. Jetzt hängt es nämlich vom 1-1 ab. Und man muss auch hier sagen, das wird auch sehr interessant. Übrigens haben so ein paar Kommentarschreiber gesagt, hier mach lieber das 1-1 mit hier ne, Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen und Faustkampf. Wäre besser, so sich nachzuvollziehen und zu verstehen. Dementsprechend würde ich das jetzt einfach wieder einführen. Und wir fangen an. Und ich erkläre es einmal hier. Ein 1-1. Wir sind auf einer neutralen Ebene. Einer großen Fläche, die keinen von beiden Charakteren hier gesehen hat. Keiner hat Vorteile, keiner hat Nachteile. Beide Charaktere, sowohl der gute Jesus als auch Alden, sind in ihrer Prime, in ihrer krassesten Serienausführungen, also da, wo sie am heftigsten im Kämpfen waren, am heftigsten in allen möglichen Punkten, sage ich mal. Und die beiden schmeißen wir in diese Arena rein und geben ihnen zum Start erstmal gar nichts. Nee, das erste ist ein Faustkampf, ein direkter 1-1 Kampf ohne jegliche Waffen. Und hier muss man sagen, da Jesus unfassbar krass kämpfen kann und unfassbar krasse Skills hat. Man hat es ja in der Serie oft genug gesehen. Mit seinen Tritten und seinen Schlägen und seinen Sprüngen und so. Der Typ ist ein fucking Kung-Fu-Meister. Mixed Martial Arts ist auf jeden Fall bei dem vorhanden. Dementsprechend, auch wenn Alden ein starker Charakter ist und auch gut kämpfen kann, muss man hier den Punkt Jesus geben, weil er halt wirklich wesentlich krasser im Kämpfen ausgebildet ist als Alden und wesentlich mehr Kampfszenen hat, wo wir auch heraussehen können, okay, der kriegt das auch hin, dich zu vermöbeln ohne Waffe. Dementsprechend, Nahkampf ohne Waffen geht an Jesus. Kommen wir nun zum Nahkampf mit Waffen, ergo Schwert, Messer, Speer, Lanze, Buttermesser, von mir aus auch, ich weiß es nicht, versteht ihr, was ich meine, Nahkampf mit Nahkampfwaffen. Und ja, hier wird es schon interessanter, denn wir wissen, dass Alden sehr, 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 sehr gut mit einem Speer umgehen kann. Ihn sehr oft mit Wurftechniken verwendet und allgemein auch sehr gut mit dem Speer im Nahkampf ist, sehr gut mit einem Schwert im Nahkampf, überhaupt mit Nahkampfwaffen ist Alden sehr, sehr, sehr gut und hat auch weiter dieses Können trainiert. Wie gesagt, sein Speer ist halt seine Hauptwaffe so mit. Jesus ist halt auch krass. Jesus ist krass mit seinem Schwert. Jesus ist allgemein krass im Kämpfen und das Problem ist an der Stelle, dass die Kampfskills von Jesus, die er ohne Waffen im Nahkampf hat, er ja hier übernimmt. Bedeutet, er kann mit seinem Schwert genauso krasse Skills haben. Wir erinnern uns an die Szene, kurz bevor er gestorben ist. Und da wird Alden es schwer haben, finde ich. Denn, wie gesagt, man muss bedenken, das Springen, Hüpfen, Treten, Kratzen, Beißen, was Jesus kann, kann er ja auch mit Schwert in der Hand. Auch wenn Alden krass mit seinem Speer ist. Also ich gehe davon aus, und das ist jetzt auch vielleicht so ein Sympathie-Ding, aber ich gehe davon aus, wenn wir jetzt sagen, okay, die stehen ungefähr 20 Meter auseinander. In dem Fall würde wahrscheinlich Alden mit seinem Speer gut punkten. Und wenn Jesus wirklich so straight auf ihn zuläuft, würde wahrscheinlich Alden mit seinem Speerwurf diesen Kampf gewinnen. Wenn wir aber jetzt sagen, wir lassen die beiden nah aneinander kommen, auf so 5 Meter, da wird es schon schwieriger. Alles in allem würde ich sagen, da Alden mit seinem Speer halt schon ein bisschen auf Distanz gehen kann und halt auch voll werfen kann, dementsprechend auch Distanz zurücklegen muss und Jesus erstmal auf eine gewisse Distanz ran muss und wir uns überlegen müssen, dass ein Speer länger ist als ein Schwert, würde ich sagen, diesen Punkt geben wir Alden, weil ich glaube, der hätte da doch irgendwie die mehr Chancen, würde ich sagen. Da können wir uns aber gerne in den Kommentaren auch mal drüber diskutieren, weil ich glaube schon, dass das auf Aldens Konto geht. Aber wie gesagt, Jesus ist halt auch gut mit Nahkampfwaffen. Aber es ist halt die Frage der Distanz. Und sag ich mal, wenn die wirklich presst aneinander stehen, ja, dann hat auch Alden halt verschissen. Aber wie gesagt, wenn sie so 5 Meter voneinander wegstehen, da wird Alden wahrscheinlich schon punkten. Und deswegen tun wir auch einfach hier den Fall so nehmen und geben ihnen den Punkt. Und kommen wir nun zur dritten und damit letzten Runde dieses 1-1 und auch letzten Runde dieses Battles. Und ja, was soll ich sagen? Es geht um Schusswaffen.
Pistolen, Gewehre, Sniper, alles Mögliche. Und hier finde ich, ist es tatsächlich schwer. Es ist nicht mal schwer. Also ich finde, Jesus hat seine Prime wirklich in der Zeit gehabt, wo die gar nicht mehr so viele Schusswaffen benutzt haben, sondern da schon mehr auf Schwerter, Speere und so weiter gegangen sind. Alden hingegen hat halt noch diese Schusswaffensache. Ne, so, er ist ja gut mit dem Gewehr, er ist gut mit der Pistole. Das wird schwer. Jesus kann zwar mit Pistolen oder Sturmgewehren und so umgehen, aber Alden ist da schon ein bisschen besser ausgebildet, würde ich sagen. Das ist tatsächlich ein bisschen schwer, weil man muss halt sagen, wie gesagt, Jesus sieht man selten mit einer Schusswaffe. Finde ich, hat man selten mit einer Schusswaffe gesehen. Alden hingegen halt schon sehr, sehr oft. Auch mit Pfeil und Bogen schätze ich da Alden tatsächlich ein bisschen stärker ein. Ist halt tatsächlich ein schwieriger Kampf, weil man muss es jetzt auch so sehen. Am Ende des Tages hätte ich zum Beispiel jetzt gedacht, ich habe mir soweit das Zigarren noch gar nicht ausgemalt. Ich bin jetzt bis jetzt nur auf die Fakten gegangen. Am Ende des Tages dachte ich eigentlich, Jesus geht ja als Gewinner raus. Aber jetzt gerade bei dem Punkt Schusswaffen bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ich würde eigentlich tatsächlich den Punkt Alden geben, weil, wie gesagt, Schusswaffen, glaube ich, ist er einfach ein bisschen besser mit ausgebildet worden, auch unter Negan, sage ich mal, als Jesus. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann geben wir den Punkt an Jesus mit den Schwertern, also mit Nahkampfwaffen. Wie gesagt, obwohl ich da auch sage, dass der Alden eigentlich tatsächlich ein bisschen besser drin wäre. Ich fände es aber jetzt faszinierend, wenn Alden die Runde gewinnen würde, muss ich sagen. Ich bin da gerade ein bisschen selber schockiert, aber ich habe gesagt, ich lasse hier auch keine eigenen Meinungen mit einfließen, mehr oder weniger. Es geht hier eher um Fakten. Und ich würde sagen, Schusswaffen definitiv gehen an Alden. Fakt. Wie gesagt, das Problem wäre jetzt hier nur der Nahkampf mit Nahkampfwaffen, weil das ist sehr, sehr schwer, weil das sind beide sehr, sehr stark. Wir können natürlich jetzt auch sagen, wir geben hier 50-50 oder wir geben keinen Punkt, aber dann wird es am Ende immer noch auf den Unentschieden rauslaufen. Und dann wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, in welcher Kategorie wir uns jetzt hier dann befinden, die wir dann als finale Kategorie nehmen. Könnt ihr gerne mal, by the way, in die Kommentare schreiben. Was soll ich für eine Kategorie nehmen, bei der am Ende quasi ausgewertet wird, wenn es wirklich zu einem Gleichstand hier kommen sollte? Schreibt da gerne mal Vorschläge. Es muss nicht immer ein und dieselbe sein. Schreibt da mehrere Vorschläge, wenn ihr da welche habt. Gerne mal in die Kommentare. Werde ich mich auf jeden Fall mal dann bedienen. Weil jetzt haben wir so ein kleines Dilemma, muss ich sagen. Das ist wirklich kompliziert. Wie gesagt, ich würde schon sagen, also wir bleiben erstmal Fakt. Der Schusswaffenpunkt geht an Alden. Das heißt, es steht Stand jetzt 1:1 in der 1-vs-1 Disziplin. Jetzt haben wir, wie gesagt, nur den Punkt Nahkampf mit Waffen. Wie gesagt, sagen wir, Alden hat seinen Speer und Jesus nur sein Schwert und wir geben den ein paar Meter Abstand. Glaube ich, könnte Alden da wirklich krass die Überhand gewinnen. Sobald Jesus aber in die Nähe von Alden kommt, hat er da seine kompletten Nahkampfskills und Jesus macht Alden fertig. Puh, das ist tatsächlich ein Punkt jetzt, das habe ich gar nicht so kommen sehen. Also, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, würde ich jetzt mal hier so vorschlagen. Möglichkeit 1, wir sagen, krass, der Underdog und wir sagen, okay, Alden ist in dem Punkt besser und gewinnt die Runde. Oder wir sagen, wir machen Gleichstand und nehmen als Kategorie zum Beispiel noch, die mir jetzt spontan einfallen würde, die Tragödie des Todesfalls, weil ja beide Charaktere tot sind. Und sagen, wer hatte den krassesten, tragischsten Tod? Und da kann ich, sage ich mal, Achtung, Spoiler Alert, würde ich sagen, hat Jesus schon den ergreifenden Tod, weil Alden halt auch immer ein bisschen eher so einen Hintergrundcharakter war. Jesus war schon ein bisschen präsenter, aber sein Tod war halt auch schon wirklich sehr, sehr krass. Was machen wir da? Ich glaube, für dieses Video würde ich jetzt Stand jetzt einfach mal sagen, wir lassen die letzte Kategorie raus, weil da wird schon wieder sehr viel eigene Meinung einfließen. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die sagen, wenn Aldens Tod war wesentlich brutaler, krasser, was weiß ich. Wir sagen es, wie es ist. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe und auch wenn es mich ein bisschen traurig macht, aber naja, es ist ja auch kein Battle der Gefühle, sondern ein Faktenbattle. Und ich sage hiermit einfach, der Punkt mit dem Nahkampf, mit den Nahkampfwaffen geht auch an Alden. Dementsprechend bekommt Alden einen Punkt für das 1 versus 1. Gewonnen hat er natürlich in dem Fall 2 gegen 1 und hat somit 3:2 gegen Jesus gewonnen. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ich weiß, da könnten sich jetzt viele sagen, nee, Jesus wird den doch wesentlich mehr platt machen. Und da bin ich voll auf eurer Seite. Aber wie gesagt, dieser kleine Punkt, Alden und seinen Speer beim Werfen, ist halt schon gefährlich. Das darf man nicht unterschätzen und deswegen einfach, weil es von mir vom Gefühl her schon sich gut anfühlt, sagen wir, es ist so, Alden hat gewonnen, Jesus ist damit raus. Tut mir leid, Jesus, und herzlichen Glückwunsch, Alden. Und die Kommentare sind somit freigegeben. Ihr könnt jetzt gerne alles mal loslassen und alles sagen, was ihr jetzt gerade im Kopf habt. Ich verstehe, wenn ihr sagt, nein, das ist totaler Quatsch, Jesus hätte gewinnen müssen. Aber auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Alden hat halt in den faktischeren Punkten, jetzt mal unabhängig vom 1 versus 1, hat auch schon gepunktet. Er hat länger gelebt, er hat mehr Kills an Menschen. Ne, versteht ihr es? Und außerdem ist es ja sowieso ein extrem knappes Battle mit den 24 und 22 Folgen. Ist schon extrem knapp, also so ist es nicht. Aber komm, wir machen es jetzt einfach so. Alden ist der Gewinner dieser Partie und ich finde es auch gar nicht mal schlimm. Bin ich ehrlich, ich weiß gerade gar nicht, gegen wen er eventuell antreten muss. Ich
bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein spannendes Battle gehabt, finde ich persönlich, weil, wie gesagt, damit habe ich auch nicht, mit dem Ausgang habe ich nicht gerechnet. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Auch gerne, wenn ihr jetzt sagt, okay, Jesus hätte gewinnen sollen, dann auch gerne mit Erklärung. Ich gehe da gerne auf Diskussionen ein, gar kein Problem. Dafür ist dieser Kanal hier gemacht, um einfach seine eigene Meinung zu vertreten und seine Diskussionen da ein bisschen anzuheizen. Natürlich auf, wir wissen es alle, auf normaler menschlicher Ebene, ne? Aber ja, das war's mit diesem Video. Nächste Runde, weiß ich, wie gesagt, gerade gar nicht, welcher Charakter. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich auch wieder hier eingeblendet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, die letzte Runde dann. Und dann geht's ins Halbfinale. Ja, dann geht's ins Halbfinale, so rum. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ja, ich kündige jetzt auch direkt an, dieses Video hier, ne, ist ja, kommt ja jetzt am Samstag raus. Und am Sonntag kommt das Couch Comments Video. Ihr habt wieder rege Kommentare bzw. Fragen geschrieben. Ich bin super happy, dass euch das so Spaß macht, dieses Format vor allem. Ich habe richtig Bock und es sind super geile Fragen dabei. Freue ich mich jetzt schon, die zu beantworten. Wie gesagt, seid gespannt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn ihr auch ein bisschen mehr über mich vielleicht erfahren wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und guckt das Video am Sonntag. Und allgemein, wenn euch Filme, Serien und Fakten, Reactions und so weiter da drumherum interessieren, dann bleibt hier gerne auf dem Kanal und guckt euch mal um. Vielleicht ist ja schon ein Video hier, was euch gefällt. Ja, vielleicht sehen wir uns dann öfter mal wieder hier auf diesem Kanal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, nichtsdestotrotz will ich jetzt nicht länger um den heißen Brei rumlabern, als ich sowieso schon wieder mache. Würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hoffentlich. Ich dann selbstverständlich zurück auf derselben alten Couch wie immer. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.